Ja, unsere heute Frau Christel Ströbel ist auch schon mittendrin. Hallo Christel. Hallo Volker. Ja, sag mal, kannst du Wunder vollbringen? Eben haben wir noch gepflanzt und schon hast du die andere Reifen Paprika in der Hand. Das sind Kräuterhexe, die können nicht alles. Was machst du gerade? Ich schneide jetzt mal eine grüne Paprika auf und nehme das so als Dekogefäß. Okay. So schön Paprika auch aussehen, leider sind sie im konventionellen Anbau oft mit Schadstoffen wie Pestiziden belastet. Also möglichst zu Bioware greifen. Genau. Wunderbar. So. So, ich glaube, das reicht schon. Gurke dazu. Super. Okay, ein. So. Das ist praktisch zum Dippen und Snacken. Das heißt, das wäre dann so gedacht, dass man den Paprika in dem Fall als Dekoration benutzt. Genau. Und dann gibt es einen schönen Dip. Das ist aus Sauerrahm, ein bisschen Gewürze, ein bisschen Kräuter natürlich dazu. Und dann haben wir einen total gesunden Snack. In Verbindung mit dem Dip, großartig. Mm. Genuss ohne Reue, mit vielen wertvollen Inhaltsstoffen. Insbesondere die reifen roten Schoten sind voller Vitamine. Je reifer, desto besser. Also mit Rot meine ich schon richtig rot. Also, den wieder weg. Den wieder weg, der ist nur nicht wirklich reif. Lass mich mal zeigen, dass ich es auch kann. Genau. Vitamin C-Gehalt. Wie viel genau? Die hat 2- bis 3-mal so viel, je nachdem wie groß sie ist, Vitamin C als eine Zitrone. Ah, Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Das ist immer wieder faszinierend. Also wir müssen nicht immer nur Obst essen, um Vitamin C zu kriegen, sondern das ist eben auch in unserem Gemüse drin. Jetzt haben wir hier den Paprika gefäspert. Das könnte man ja mit Chilis und mit Peperoni ganz sicher nicht machen. Was bewirken die genau? Die haben viel, viel, viel mehr von diesem Capsaicin als Wirkstoff drin. Und das ist genau dafür verantwortlich, wie scharf ist das Ding letztendlich. Genau. Und da gibt es ja Skalen, da wird es ja ganz schwindelig dabei. Okay. Und das Irre ist, also wir Menschen sind ja manchmal schon komisch veranlagt. Wir wissen, es ist scharf. Es verursacht einen Schmerz auf der Zunge, im ganzen Mund. Und wir leiden. Und gleichzeitig ist das so ein Kick, so ein Hype, so irgendwas. Und warum? Genau dieser Zustand setzt Endorphine frei. Die Glückshormone. Ja. Okay. Ja, und dann, schaut sich mal, irgendwo muss ja die lockere Hüfte der Mexikaner und der Südamerikaner auch herkommen. Wahrscheinlich daher, dass die dann, wenn sie so scharf essen, dann einfach cool und relaxed werden. Ein bisschen relaxter vielleicht wie wir Mitteleuropäer. Chili gibt den berühmten Pepper High, den Pfefferkick. Der macht nicht nur gute Laune, sondern hilft auch äußerlich. Ich hab vom Rebscheren arbeiten irgendwo hier. Da, an der Sehne da, oder an dem einen Muskel, ich weiß gar nicht, was es ist, hier tut es mir weh. Ah ja, ne? Das spürt man, ist ganz verhärtet. Ja. Das wäre doch mal ein gutes Beispiel, oder? Das ist ein super Beispiel und da machen wir jetzt noch mal was anderes. Die meisten Menschen haben Cayenne-Pfeffer daheim im Gewürzregal stehen. Der in Wirklichkeit gar kein Pfeffer ist. So ist es nämlich, das ist so verwirrend alles. Das ist in Wirklichkeit gemahlenes Chili. Gemahlenes Chili, genau. Und aus dem kann man sich nämlich selber eine Wärmeauflage oder auch ein Wärmepflaster machen. Und auch das geht ganz einfach. Okay. Das heißt, Rezept ist, auf 35 Gramm Pulver gebe ich etwa 50 Milliliter Öl. Okay. So, man sieht jetzt auch schön, wie sich das verbindet. Und jetzt wird da praktisch eine richtige Paste draus gemacht. Und das ganze Geheimnis liegt jetzt da drin, dass ich diese Paste hier drauf gebe. Okay, bin gespannt, ob das nachher abfärbt, meinst du? Ja, wahrscheinlich sehe ich nachher aus wie so ein Indianer. Und jetzt kommt es da drauf, wenn du das geschwind hältst. Das heißt, ich würde das jetzt mal so eine halbe Stunde drauf lassen, vorsichtshalber vielleicht noch ein Handtuch drüber. Ja. So, und jetzt machen wir das nämlich hier einfach fest. Es entwickelt sich eine Wärme, das wirkt durchblutungsfördernd aufs ganze Gewebe und somit regt es die Selbstheilungskräfte an. Super, also ich bin gespannt. Also noch spüre ich nichts, aber halbe Stunde hast du gesagt, dann schauen wir mal. Achtung, Chili darf nie auf verletzte Haut, das brennt zu stark. Kleingeschnittene Chilischoten kann man übrigens auch gut in Öl einlegen. Nach etwa 4 Wochen, dunkel gelagert und alle 2 Tage geschüttelt, wird daraus ein scharfes Chiliöl. So, suche ich mal eine echte Herausforderung. Oh je. Notfall? Oh Gott, echter Notfall. Das ist jetzt aber, hey. Nee, ich will nicht probieren. Das muss ich probieren. Nee. Auf keinen Fall. Also pass auf. Es geht rein.
Und jetzt Wasser trinken, oder? Kein Wasser trinken, auf gar keinen Fall. Was du von mir kriegst, ist Toastbrot. Kein Kinderfasching mehr. Toastbrot mit Mascarpone. Mascarpone hat einen hohen Fettanteil, ist ein Kuhmilchprodukt. Das bindet das Capsaicin und das getoastete Toastbrot, das rubbelt sozusagen das Capsaicin von deiner Zunge. Und das Schlimmste, was man wirklich machen kann, schlimmer geht es gar nicht mehr, Wasser trinken. Wenn es richtig brennt im Mund. Das Wasser ist dann wie eine Explosion im Mund und es wird eigentlich noch schlimmer. Beruhige tut es gar nicht. Es kommt schon. Okay, geht wieder. Gerettet, ja. Gerettet. Okay. Und jetzt sehe ich da Chili-Schokolade. Traust dich? Ja. Hast du keine Angst um irgendwie da die Hüfte? Chili ist ein Fettburner. Okay. Richtig. Ja. Schmeckt wirklich lecker. Mhm. Ich danke dir, es war unheimlich aufschlussreich für mich. Und schön. Es war eine echt scharfe Sache. Und wir kommen jetzt von der Schärfe zum Stil. Denn wir schauen uns einen stylischen Garten an. Und was ich sagen muss, es wird wirklich warm. Vielen Dank, ich habe echt aufpassen mit dir.